Ja, hallo, willkommen zum nächsten Teil. Wir bauen jetzt hier, denen geben wir jetzt die beste Waffe, die die Welt je gesehen hat, hoffe ich. Genau, also ich würde jetzt einfach mit dieser hier anfangen, mit der Henry, auch wenn ich die auch schon ein bisschen im Lager habe. Yes, sir. Und dann gebe ich dem eben die meisten Truppen, die irgendwie geht, davon, für den höchsten Preis, der geht. Das ist jetzt eher ein Skirmisher, oder? Dann nur ohne den Skirmisher-Bonus. Ich glaube, die kriegen so einen passiven Skirmish-Bonus, die Skirmisher. Aber auf jeden Fall sind das jetzt 720 Mann mit zwei Sternen und allen Boni und so weiter und Major General und alles, die Henrys haben, ne? Also von den Werten hier, ne, der Reload, der ist ja bei dem Fall 5 bis 6 Mal teilweise so hoch. Also die Range ist sehr gering mit 280, ne? Sogar Anfangsgewehre haben teilweise 300 Range. Aber was der halt hat, ist halt hier vorne eine Feuerrate von 167. Und wenn ich das einfach mal mit einer sehr guten Waffe, die wir derzeit benutzen, vergleichen, die Feuerrate hier, 50, ja. Also er schießt halt wie ein MGs mit den Henrys. Aber wir müssen auch dann sehr nah rangehen. Also das wird eher so ein Skirmisher-Trupp. Wenn ich den richtig hinstelle, dann sollte der massive Kills austeilen. Checken wir gleich mal. Preston wird eine besondere Aufgabe jetzt erfüllen müssen. Ja, ansonsten hier unten noch ein paar Offiziere vergeben. Alles nichts Neues. Die Skirmisher haben, glaube ich, also es war jetzt kein super Ergebnis, aber die Verluste waren halt sehr gering von den Skirmishern. Und sie haben halt ihre Kills gemacht und vor allem den Gegner abgelenkt. Ne? Also hier die Korinth war die letzte Schlacht. 80 zu 300 irgendwas. 80 zu 200 irgendwas. Und 30 zu 200 irgendwas oder 40. Also ne? Das ist besser als, also das Durchschnittsverhältnis ist 1 zu 2. Ne? Für jeden Mann, den wir, für zwei Männer, die wir töten, verlieren wir einen Mann. Und bei den Skirmishern scheint das halt ein massiv besseres Ratio zu sein als bei der normalen Infanterie. Obwohl, ich habe jetzt auch die Artillerie mit dazu gerechnet, aber ne, bei der Infanterie, wenn ich irgendeinen mal picke, ups, ist das in aller Regel ne, kein so gutes Verhältnis. Hier fast 1 zu 1 Verhältnis, 1,5 oder so. Gibt auch bessere Stunden, aber nicht immer, wie ihr seht. In dem Fall kann ich, weil ich die Waffe habe, die sehr gut deployen. Jo, noch ein Skirmisher-Dingi kommt jetzt. Skirmisher-Ding, jetzt kommt nochmal eine kleine Schlacht und da werde ich, glaube ich, nicht viel umbauen. Da wären 95 Punkte. Von daher gebe ich jetzt das hier. Wie viel kriegen wir denn für die nächste Schlacht, bevor ich es umsonst ausgebe? Lass mal gucken. Die gibt mir 5 Punkte, dann wären wir auf Maximum mit 100. Von daher gebe ich jetzt erstmal nichts aus. Machen wir die direkt weiter. So, die Union macht einen Sturmangriff. Ich denke immer noch, dass die Texte nicht immer alles sagen, was okay ist von Fog of War hier, ne? Aber ich muss dann trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Sturmangriff, das ist das erste Korps auf jeden Fall das Beste für, gegen anzutreten, keine Frage. Der hat die meiste Artillerie, die beste und so weiter. Defend your position. Ach so, genau. Und weil wir haben halt die Wahl, aus dem Wald zu verteidigen und auf offenem Feld und haben uns halt aus strategischer Sicht aufs offene Feld entschieden, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum das hier eine bessere Verteidigungsstellung sein soll als da unten, wenn Verteidigung so wichtig ist. Aber vielleicht geht es ja um das eine Haus hier vorne. Vielleicht ist da ja was Wertvolles drin, Möbel oder so. Was für ein Blödsinn wieder. Ja, ich glaube, das ist schon die richtige Truppe dafür. Aber richtig glücklich macht mich das jetzt nicht, was hier aufgebaut ist. Wenn die längs angreifen, könnten wir überlegen, dass wir eventuell nochmal eine Artillerie mehr deployen. Da die Mahonen auf jeden Fall als Standard. So, dann gehen wir einen Schritt nach vorne. Die erste Division, die müssen wir jetzt anders aufstellen. Die zweite kann Feuer entgegennehmen. Fast 3 Stunden haben wir Zeit. Naja, also wenn es irgend geht, würde ich mich ganz gerne hier oben in den Wald stellen. Weil das ein bisschen Deckung ist. So, die zweite stellt sich jetzt mal als Reserve dahinter und Mahonen müssen wir halt Mikron gleich. Ja, und der dritte ist halt hier die Artillerie-Krempel. Die packen wir erstmal hier hin. Munition dahinter. Medikus geht scouten. Jetzt da wahrscheinlich schon ein Skirmisher drin. Eigentlich müsste ich einen von denen zum Skirmisher machen, damit ich halt einfach die Sicht erhöhe, weil ich jetzt gerade keinen mitgenommen habe. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, wenn ich dann gleich wieder angliedern muss. Die kommen auch ohne aus. Wobei, also einen können wir ja mal machen. Hier hinten kann man verteidigen. Okay. Dann bringen wir die nach ganz links. Ja, dann machen wir noch einen zweiten Skirmisher, aber nicht von den guten Jungs.
für die Umzingelung hier, okay. Also nur falls wir wirklich wieder von allen Seiten arrest werden. Obwohl ich glaube, der verteidigt nur noch Norden und da stehen wir ja. Der macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Ich lasse ihn trotzdem mal stehen, weil ich Artillerie gleich da stehen habe. Ne? Und ich hasse Überraschungen in diesem Zusammenhang. Ah, sehr schön. Lass mal gucken, ob du mit Schuss abgeben kannst. Kannst ja gleich zurückrennen. Der hat schon die größere, ne? Nix 750. Der wird ja gleich langsamer. Ja, da links gibt es so ein bisschen Skirmisher-Duell. Na gut, gibt's einfach einen Schuss ab, dann gehen wir zurück. Okay. Jetzt haben wir die Kavallerie verjagt. Genau, der sollte dann nicht in erster Reihe stehen. Wir haben keine unerfahrenen Truppen mehr, die wir opfern können. Okay, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit. Dann lass zumindest hier mal die besseren Stellungen nehmen. Ja, die Artillerie, die können wir, glaube ich, weiß nicht noch nicht, wo der Feind kommt, von welcher Richtung, aber ich glaube, wir können die noch ein Stück weiter nach vorne bringen. Wenn er von ganz rechts kommt, wäre natürlich übel. Ich sehe jetzt auch noch nicht, dass im Center viel auftaucht. Die kommen übers Wasser. Muss man halt ein Auge drauf haben, ne? Ja, das Ergebnis ist bisher ganz gut, das lassen wir erstmal so. Hier ist der mit den Henrys. Also die Skirmisher an den Grenzen geben uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicht. Und da sehen wir 3000er Brigaden schon auftauchen. Sehr gut. Ich glaube, dass der Preston, wenn die von der Seite angreifen, da besonders gut arbeiten könnte. Ich laufe mal den ganzen Weg wieder zurück. Da oben stehen wir schon sehr dick. Da scheinen sehr viele zu kommen. Ja, der macht mir halt ein bisschen Sorgen, ne? 72% Cover. Also das ist anscheinend eine bessere Deckung, aber dann ist die Artillerie entblößt. Ja, hier vorne gibt es jetzt gleich Spaß. Wenn die meiner Seite da angreifen. Okay, mal eine schöne Salve ab. Nicht auf die Skirmisher, das lohnt sich in aller Regel nicht. Da links will er mich umgehen, oder was? Aber wir haben ja überall Infanterie stehen. Das sollte eigentlich nicht so gefährlich sein. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass wir, wenn es irgend geht, die Feuerbefehle auf die teuren Einheiten immer machen. Hier oben, das ist natürlich keine Ecke, die sie so verteidigen ließe. Ist nicht sicher, ob wir die Artillerie hier wirklich jemals so brauchen. So, jetzt einen Schritt zurück. Ja, er muss halt den großen Bogen laufen, wenn das ja irgendeinen Sinn macht. Okay, ich gebe meine Salve ab. Irritiert schon in die Seite. Oh, der viele Kavalleristen. Ich weiß nicht, ob da wirklich viel kommt auf der Seite. Bring den auch mal rüber. Okay, du musst jetzt leider rennen, sonst kommen wir nicht mehr zum Schießen. Aber hier haben wir ja jetzt mehr Manpower, ne? Und da würde ich ganz gerne wirklich jeden mitkämpfen lassen. Ich weiß nicht, ob die Skirmisher hier nochmal was machen. Ich schicke die jetzt einfach, weil ich die eh schon habe. Oder noch besser, wir tun die einfach zurück in seine Haupttruppe. So, den vielleicht mal einen Schritt nach hinten. Und die gerne an die Kavallerie, an die Artillerie näher kommen. Den haben sie nicht Flucht geschlagen da links und dann kann er dann auch reinsickern. Ich glaube, wir packen den da jetzt einfach rein, dann ist das sicher. Und schicken wir den gleich, auch den hier, zurück in ihre Hauptarmee, damit die wieder größer sind. Ja, jetzt kommt halt da unten so eine Flanke. So, da ist jetzt leider eine Kavallerie aufgetaucht. Eine Artillerie, eine Infanterie. Lass mal gucken, ob wir die beiden chargen können. Schon 9 von den teuren Gewehren verloren.
Wie nah willst du noch rangehen? Die können nicht schießen, weil die im Weg sind. Ah, jetzt. Okay, die sind auf jeden Fall rechts jetzt ein bisschen auf der Flucht. Da wird jetzt ein bisschen nachjustiert. Ja, das mit der Backline macht mir ein bisschen Sorgen. Die nehmen jetzt hier vorne Aufstellung. Dann gehen wir da mal einen kurzen Ausfall machen. Weil die machen schon ganz ordentlich Kills, ne? 200 zu 10 und so. Sind die komplett auf der Flucht? Sehr gut. Mal ein bisschen langsamer hier. Gehen vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Nicht zu sehr im Blößen immer alles. So, jetzt eine schöne Salve. Jetzt ein guter Augenblick, schieß mal. Anlegen. Sehr gut. Und dann da rein, weil die eh schon am Wavern sind. Okay. Wir bringen wieder ein Center hier vorne. Die auch zurück, bitte. Ich habe jetzt F gedrückt, da reagieren die nicht immer sofort, aber so ein bisschen macht das jetzt. Okay, und der tut es hier, weil die gerade auf dem Rückzug sind, alle die Stellung nehmen. So, die haben wir geroutet. Gehen wir mal hier raus, ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ja, das sollte eigentlich hier safe sein. Okay, lass mal mit den Jungs hier vielleicht eine Linie bilden. So eine halbe. Nur den Preston müssen wir halt manuell immer steuern. Das ist mir sonst ein bisschen zu tricky. Aber ich glaube, dass das hier gehen kann, weil der hier vorne sich gerade gut hinstellt dafür. So, in die Lücke. Ja, der ist halt auf der Flucht, ne? Das sieht ja ganz gut aus. Dann schieben wir den noch ein bisschen hinterher. Hier ist irgendwo eine Cavalry, da muss ich noch ein Auge drauf haben. Und vielleicht können wir den ja komplett routen und noch besser Kriegsgefangene nehmen. Das wäre halt so ein bisschen mein Traum. Ums die Artillerie auf dem Hügel. Kann mir ja schon mal die Skirmisher hinschicken. Kannst du noch einen abholen? Das dann schicken wir die hier schon mal hoch, dass sie sich darum kümmern. So. Ja, da ist er hinter uns, ne? War so ein bisschen mit Ansage. Deine Skirmisher frontal gegen die Linie. Ich hab gar nicht geschossen aus irgendeinem Grund. Ja, also die Henrys, die räumen schon auf, ne? 11 zu 400 gleich. Immer noch nicht fertig. Also das Gewehr lohnt sich schon. Der Vollswert ist 3000 Mann. Das wäre schon ein kleines Massaker. Ist halt dieser Reichweiten-Nachteil und der, dass ich die Mikron muss, ne? Und jetzt einen Schritt zurück, das ist doch zu viel. Kavallerie zurückgeschlagen. Ja, den da unten halt, ne? Sind ein paar rumgesneakt. So, was haben wir denn hier oben stehen? Könnte die angreifen hier? Dass wir die gesamte Artillerie einsacken, das wäre natürlich nett. Keine Ahnung, wo der hin will. Okay, wieder einen Schritt zurück hier. Keine Schussduelle auf Long Range mit denen frontal führen. Ach, die sind hinter uns, die Ratten. Erstmal gucken, ob du den ein paar abknallen kannst. Hier ist jetzt gerade eh kein Angriff, dann geh du mal da runter. Dass hier von hinten immer kommen, ist ein bisschen unangenehm. Müssen wir mal die Flagge bewachen. So, wie sieht's aus hier oben mit der Artillerie? Genau. Die wird auch gejagt. Die muss man jetzt ein bisschen mit dem Mikro aufpassen. Sehr schön, ist auf der Flucht. Dann guck mal, ob ihr hier vorne den anchargen könnt. Und ihr setzt euch in den Rücken rein und ihr versucht, die auch im Nahkampf zu verwickeln, damit die immer auf der Flucht bleibt. Dann wollte ich vielleicht nicht Mikron. So, die Cavalry immer zurückgeschlagen. Jetzt hinterherlaufen, ne? Ist ein bisschen doof von den Gewehren. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch da oben sinnvoll einsetzen kann. Ich würde den jetzt hier in den Wall packen, damit er Deckung hat. Und dann kann er gegen den Skirmisher hier arbeiten. Und mit denen versuche ich jetzt hier eine ordentliche Linie wieder zu bilden. Und das scheint sich immer wieder so ein bisschen aufzulösen.
sind wir dir nicht feuern, das ist eine viel bessere Deckung als der. Und wir können ihn halt auch umzingeln. Ja, diese Deckungen, die sind halt in die falsche Richtung ausgerichtet, ne? Kompletter Blödsinn. Ah, sieht das so viel zu steuern. Okay. Also jetzt erstmal hier vorne. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich jagen können damit. Ich setze mich jetzt einfach hier in den Wald. Der muss jetzt den Schritt zurück machen, weil er umzingelt wird. Der macht auch mal einen Schritt, wenn wir eine Linie haben. Okay. Und da müssen wir jetzt mal hier links halt gucken, wie weit wir hier sind. Der kann den nicht mehr chargen, weil er müde ist. Auf jeden Fall auf die Artillerie halten. Was der andere hier? Genau, hat es ihn überholt. Ist dann an dem vorbeigelaufen. Ist beim Charge nie so gut, an dem Gegner vorbeizulaufen, glaube ich. Okay, einfach mal da näher ran. Linie ein bisschen gerader machen. Geht raus. Bisschen zurück in die Deckung gehen. Mein Hohn macht gar nicht so viele Kills, aber es ist halt ein 1 zu 100 Verhältnis. Also da die Kiste hier macht, lohnt sich. Okay, Jux, macht man eine schöne Linie. Können wir gerne noch ein bisschen schießen. Ich würde gerne noch mal Schuss auf die Kavallerie abgehen. Ich gehe mal da runter, gucken, ob ich die doch noch erwische. Kannst du die nicht einfach anchargen, außer der 7%? Ah, die haben den Kampf jetzt hier eingestellt gegen die Jungs. Okay, der kommt jetzt von da oben. Geh da mal rein. Die kommen von der Seite. Da sollten die aber doch eigentlich halten, gerade mit der ganzen Artillerie. Schritt nach vorne, dann kann ich in beide Richtungen arbeiten. Und da unten ist unser Freund. Genau, dann rennen wir jetzt doch mal den Wald runter. Girlie. Ja, versuch's einfach mal. Ist zwar ein bisschen erschöpft, der Trupp, aber da müssen wir halt dann durch. Den Lidikus brauche ich mal da drüben. Lass ihn mir nicht vom Pferd schießen, bitte. Genau, einfach mal nach vorne jetzt hier. Dann schieben wir die hier ein bisschen zusammen. Ah, sehr schön. Die kriegen einen Schuss in den Rücken. Da sind wir auch dabei. Manchmal müsst ihr das halt so befehlen, damit die wirklich hinlaufen. So, einfach chargen. Jetzt hat er nach unten gezeigt, wenn ich nach oben charge. Nicht sicher, warum. Vielleicht hat da so ein Typ so irgendwie hängen geblieben. Sehr gut. Jetzt bitte nicht im Nahkampf, dafür sind die Waffen zu teuer und sind noch nicht so besonders gut dafür. Der hat wahrscheinlich jetzt gegen die Kavallerie im Skirmish mehr verloren als eben in der Linienschlacht. Hast du die nicht rausholen können? Versucht das nochmal. So, näher rangehen. Oh, den General runterschießen, guck mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Offiziere langfristig den, also den Offizierspool von denen langfristig kaputt macht. Das könnte ich euch nicht sagen. Das ist zumindest ein bisschen die Hoffnung dahinter, wenn ich auf so einen General schieße. In der eigentlichen. Oh, ist auch hinter mir. In der eigentlichen Schlacht lohnt sich das, glaube ich, schon, wenn die länger geht. Ah, die Artillerie ist aber jetzt weg. Dann gucken wir, ob wir den jetzt Kriegsgefangen nehmen können. Das wäre schon schön. Aber machen sie wahrscheinlich nicht. Das kommt bald von der anderen Seite. Okay, warte, drehen wir uns mal rein. Am Routen, sehr gut, hinterher. Wir gehen jetzt einfach in den Nahkampf, fertig. Ja, an den Waldrand. Aber der hat jetzt, glaube ich, viel zu viel Verlust in diesen Skirmish gehabt, weil er mit den beiden Skirmish umzingelt war. Das ist ein 1 zu 100, 1 zu 10 Verhältnis. Ist ja nicht schlecht für einen Infanteristen, aber... oh, das ist natürlich jetzt unschön. Okay, aber er hat, glaube ich, ein bisschen Artillerie abbekommen. Ich glaube, sie sind zu erschöpft für den Sturmangriff. Ich laufe einfach durch ihn durch und hoffe, dass sie dann einen Nahkampf machen. Noch eine Minute, dann haben wir es aber. Wir haben vielleicht nicht weg, weil er die Kavallerie war, dann wäre das Spiel vorbei. Das muss nicht sein. So, ja, die neuen Waffen. Also, Kill-Ergebnis war anscheinend hervorragend. Und die meisten Kills hat trotzdem hier oben noch der Hood gemacht, der eben, ne, keine Henrys hat. Aber der hat auch mehr Manpower natürlich, ne? Also der Preston, das sind die Henrys hier gewesen. Ungefähr 69, ja, also ich habe genau 69 Henrys verloren.
Die Frage ist halt, wie ich die wiederbekomme. Also wir haben jetzt ungefähr 40 Henrys weniger als vorher und die lassen sich halt nur schwer ersetzen. Der letzte Cycle vor der nächsten großen Schlacht waren, glaube ich, so 200 Henrys. Also wenn es so weitergeht, könnten wir die eventuell tatsächlich sinnvoll einsetzen jetzt. Und wenn sich das als gut ergibt, dann werde ich die andere Wache, die Lafayette oder wie die heißt, ebenfalls ausgeben an den kleineren Trupp. Und ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ob ich das wiederholen würde, ob ich nochmal alles neu machen würde, weil die Kosten halt ein Vermögen. Und ich habe ja hier einen sehr erfahrenen Infanteristen der Brigade, die halt ohne viel Manpower dann Einsatz ist, ne? Und die macht halt dann entsprechend zwar ein gutes Ratio, aber trotzdem weniger Kills als jetzt vergleichbare Infanteristen, ne? Also ich weiß nicht, ob das für den Preis und für die Verzögerung, wo man die Truppen einsetzt, eine gute Sache ist. Vielleicht muss man das einfach viel, viel später kaufen. Nur Additional Rewards. Sowas gibt's. Okay, so, jetzt tun wir hier erstmal schauen. Waffen ausgeben. Ja, wir wollen auf jeden Fall die Manpower-Geschichte haben. Und ich weiß nicht, ob diese Tredega, die habe ich halt noch nie benutzt, ob die gut ist. Ich mache mal eine Batterie davon. Ich will es einfach mal probieren. Den Rest braucht man aber nicht und sicher keine Enfield. Das ist das absolut nicht wert. Ja, Medizin, Politik haben wir dann voll. Dann können wir nachher auf die Größe der Einheiten gehen. Ja, und jetzt gucken wir erstmal, was die neue Schlacht machen würde, bevor wir das dann aufbauen in Ruhe. Frederiksburg kenne ich aber, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, eine ganz gigantische Schlacht, wo der Gegner auf drei großen Ebenen angreift. Sogar weniger Moral hat der Gegner. Und das heißt, der Army ist geringer. Riesenbelohnung, aber mehr als 10.000 Mann sollte ich nicht verlieren. Ja, aber ich glaube, mich noch zu erinnern, was das ist. Das war ja auch für die Union. Die haben da, glaube ich, im Winter, haben sie sich dafür entschieden, über den Fluss anzugreifen. Und haben dann so lange gewartet mit dem Angriff, wie die Gegner brauchten, um sich einzubuddeln. Aber besonders clever. Ja, die Schlacht erinnere ich mich. Also wir haben drei große Abschnitte. Das ist ein großes Verteidigungsding. Ich glaube, mich aber zu erinnern, dass das Hauptproblem mit der Schlacht ist, dass diese drei Abschnitte, dass die nicht verknüpft werden. Ich weiß nicht mehr, ob zwei verknüpft werden. Ich glaube, die beiden werden verknüpft oder so. Aber es ist nicht wie bei Shiloh, wo alle verknüpft werden. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Das heißt, Truppen, die wohl deployed, die sind auf sich alleine gestellt für den Rest des Spiels. Ich glaube, dass das so war. In jedem Fall müssen wir die Armee dafür umstellen. Und das mache ich dann heute Abend wahrscheinlich irgendwann, wenn ich Zeit finde.